Du kennst es wahrscheinlich auch, denn fast jedermann kennt es. Auch ich habe es schon erlebt. Beim intimen Körperkontakt oder auch beim Sex, bei der Penetration, gibt es einen Moment der Unsicherheit. Das heißt, du fragst dich, mag sie das, was ich gerade mache? Oder tut sie vielleicht nur so? Ist das was sie richtig geil findet? Oder was sie eigentlich nur über sich ergehen lässt? Und dann ist die Frage, wie spreche ich sowas an? Genau dafür gibt es jetzt die Lösung. Herzlich willkommen zu 61 Minuten Sex. Bevor ich dir gleich die Lösung zu diesem Thema präsentiere, erst einmal vorab vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, für die ganzen Likes vom Neustart 2018 Video. Und auch für die Menschen, die sich eingetragen haben, vielleicht gehörst du ja auch dazu, unter dem Video und ausführlicher über ihre Probleme berichtet haben. Denn nur durch dieses Feedback kann ich nachher auch die Themen wirklich in die Tiefe gehend bearbeiten und in so einem Video wie diesem hier näher auf einzelne kleine Aspekte eingehen. Und das andere motiviert natürlich, also die Likes und die Kommentare, das ist immer schön zu sehen, dass da wirklich Menschen draußen sind, die sagen, das finden sie gut, was ich hier vor der Kamera mache, beziehungsweise wir. Claudia kommt gleich noch mit dazu. Hello! Aber bevor sie dazu kommt, erstmal zu dem reinen Rahmen. Also, wie funktioniert die simpelste Kommunikation, die fail-proof, also fehlersicher ist? Das heißt, wir nehmen 5 Worte und damit erklären wir alles, was nötig ist und nehmen den ganzen emotionalen Kram, der entstehen kann, raus. Das ist auch die Hauptaufgabe von diesem Kommunikationsmodell, denn im Endeffekt ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dich emotional verstrickst beim Sex oder beim intimen Kontakt. Du fragst, ja, wie gefällt dir das denn, Schatz? Und sie sagt erstmal nix und überlegt. Und du wirst total unsicher und dann sagt sie vielleicht noch sowas, ja, ist ganz gut, mach ruhig weiter. Dann denkst du, wie mach ruhig weiter, ist es jetzt gut oder nicht? Wie soll ich das einstufen? Dann fängst du an nachzudenken und während du nachdenkst, bist du schon nicht mehr im Gefühl. Vielleicht geht die Erektion weg oder die Lust auf den Sex. Auf jeden Fall bist du in Gedanken und du sollst dich ja eigentlich einlassen können auf die Zweisamkeit und auf den schönen Moment zusammen. Also, damit wir all diese emotionale Verstrickung rausnehmen und eine ganz einfache Methode nehmen können, um Sicherheit und gute Kommunikation zu nehmen, brauchen wir nur 5 Worte. Das eine Wort ist Hallo. Hallo ist die Frage, was ist eigentlich los bei dir? Wie geht's dir gerade? Und auf das Hallo können 4 verschiedene Antworten kommen. Das eine ist Ja. Ja bedeutet, das gefällt mir, kannst ruhig weitermachen. Das Gegenteil davon ist Nein. Das gefällt mir jetzt gerade nicht, mach bitte etwas anderes. Dann gibt es noch Danke. Danke bedeutet, danke für die Stimulation in diesem Moment, aber bitte wechsle den Ort. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es zum Beispiel an der Klitoris oder auch an einer Brustwarze oder sonst anderen Körperstellen überreizt ist. Dann bedeutet es nicht, naja, wechsel mal den Ort und du denkst, habe ich gerade Mist gemacht, sondern es bleibt simpel. Danke bedeutet, wechsle den Ort. Zum Schluss gibt es noch das Wort Bitte. Bitte ist das, worauf man, sag ich mal, als Mann hinarbeitet. Du hast etwas gefunden, was ihr richtig gut gefällt. Also was deutlich besser ist als alles andere, wo sie sagt, oh ja, bitte, bitte mehr davon. Aber ein Bitte reicht. Also, ja, das gefällt mir. Nein, mach etwas anderes. Danke, wechsle den Ort. Und bitte, genau das, mach weiter. Es ist also ein simples Kommunikationsmodell mit nur 5 Worten. Und das hat eben den Grund, Emotionen außen vor zu lassen und Sicherheit zu bekommen. Wenn du sicher bist, kannst du danach immer noch emotionale Sachen sagen, wie ich liebe dich oder sonst was, wenn das gerade passt. Aber die Kommunikation, wenn es darum geht, Sicherheit zu bekommen, sollte erstmal von Emotionen möglichst weitgehend befreit sein. Jetzt gehen wir gleich noch darauf ein, wie die Frau das sieht. Also, was ist die Sichtweise der Frau dabei? Was sind vielleicht Risiken und Nebenwirkungen, die auftreten können, wenn man sich jetzt reduziert auf diese 5 Worte? Und vorher möchte ich aber noch ganz kurz sagen, trag dich doch bitte unter dem Video ein, wenn du mit der Kommunikation auch schon mal Schwierigkeiten hattest. Dies ist jetzt ein Beispiel für einen speziellen Fall. Vielleicht hattest du genau diesen Fall und möchtest mir noch mehr Informationen dazu geben. Oder es sieht bei dir ganz anders aus. Du hast ein anderes Problem mit der Kommunikation, bei der Intimität oder beim Sex. Wenn das so ist, klick auf jeden Fall auf den Link unten. Schreib mir möglichst ausführlich über dein Thema, denn dann kann ich in den nächsten Videos genau auf dich eingehen. Also, ist quasi ein Tauschhandel. Du öffnest dich für mich und ich gebe dir eine Lösung. Dann würde ich sagen, Claudia, komm doch mal bitte zu mir. Hallo. Also, was könnten Frauen für Probleme bei dem einfachen Kommunikationsmodell sehen?
Also wenn ich mir jetzt mal überlege, aus welchem Grund wende ich so ein Kommunikationsmodell an, würde ich meistens davon ausgehen, dass es schon Kommunikationsschwierigkeiten gegeben hat. Entweder weil sie dir kein Feedback gibt, weil ihr euch bei dem Thema Feedback irgendwie aufreibt, dass es also negative Gefühle gibt, weil einer von euch beiden halt sich zurückgewiesen fühlt oder sich mal angefressen ist. Deswegen ist es wichtig, da dran zu bleiben. Kann sein, dass die Frau das erstmal einfach ablehnt, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit. Dann ist es wichtig, dass du dran bleibst und nicht enttäuscht bist. Dann sagst du, okay, ne, ist mir wichtig, dass wir das für die Zukunft machen und einfach dran bleiben. Das zweite ist, gleicher Fehler wie beim Sex, direkt mit dem Finger in der Mumu anfangen, sage ich jetzt mal plump. Die Berührung entsprechend dem Erregungslevel. Also wenn ich direkt anfange, irgendwie in den Genitalien rumzufuhrwerken, obwohl sie überhaupt noch nicht offen für Berührung ist, dann hilft mir auch so ein Modell nichts. Also das Feingefühl brauchst du weiterhin. Okay, da würde ich erstmal sagen, zum Thema Feingefühl, auch wenn du dieses Modell nutzen willst, Claudia hat ja gerade gesagt, vielleicht hattet ihr schon mal Schwierigkeiten beim Sex und es war sehr emotional. Genau so kann man auch hier schrittweise anfangen. Das heißt, man nutzt dieses Kommunikationsding, ja, diese fünf Wörter, erstmal bei einer Nackenmassage. Damit ist ganz klar ausgegrenzt, es geht gar nicht um die Genitalien, sondern es geht einfach nur darum, drehe ich mit dem Rücken zu mir, mache ich jetzt nicht wegen dem Mikro, aber ich drücke einfach mal und sage, okay, wie gefällt dir das? Ist das, ne? Also, und dann eben nicht, na, wie gefällt dir das? Und dann sagst du, naja, geht so, sondern ich sage, hallo, und dann antwortest du, bitte. Genau, das ist der Optimalfall, dann merkt man, ah ja, das kann ich weitermachen. Danke. Schade. Genau, und bitte nicht beim Sex anfangen, also ne, irgendwie übrigens bei der Penetration sagen, ach Schatz, ich habe dir doch letztens mal von Hallo, Ja, Nein, Bitte, Danke erzählt, lass uns das jetzt mal machen. Der auch da also schrittweise einführen, also die Technik einführen, ja, die Technik schrittweise einführen, jetzt kriege ich das nicht mehr aus dem Kopf, also ihr wisst, was ich meine. Einführen. Genau. Sonst noch andere Tipps, irgendwas dazu vielleicht? Vielleicht aus meiner Erfahrung als Frau. Aus meiner Wahrnehmung als Frau und auch als Coach gehen zwei Dinge für Frauen schief. Entweder der Mann gibt zu schnell auf oder der Mann ist direkt, wenn es nicht sofort klappt, frustriert. Beides ist schwierig, weil zu schnell aufgeben, habe ich irgendwie keine Zeit, mich darauf einzulassen, und frustriert sein bringt mich ja als Frau unter extrem großen Druck. Also auch wenn es für dich nicht sofort total genial läuft und du hast das einmal angewandt und sie geht durch die Decke, nicht frustriert sein. Dranbleiben und dran glauben, dass du das kannst und dass du nicht deswegen schlechter Mann bist. Nur weil es jetzt gerade nicht super optimal war. Das ist nicht der Fall. Ja, ich würde sagen, das sind genug Tipps erstmal dazu. Schreib doch mal deine Meinung in die Kommentare, wenn du magst. Was hältst du von diesem Modell? Wo siehst du vielleicht auch Schwierigkeiten in der Anwendung? Die ersten Kommentare dazu werde ich wirklich beantworten und auch gucken, dass ich da noch weiterhelfen kann. Und dann, wie gesagt, nochmal die Bitte, wenn du grundsätzlich ein Kommunikationsproblem in der Beziehung hast, egal ob jetzt beim Sex, bei der Intimität oder in welchen Bereichen auch immer, dann nutz doch bitte den Link unten in der Beschreibung. Klick drauf, schilder mir das Problem, dann kann ich in dem nächsten Video, also können wir darauf eingehen. Das war's von meiner Seite. Noch was von dir? Ja, zu den Kommentaren. Ach, ja. Also ich meine, ich freue mich natürlich unglaublich über Komplimente, über meine weiblichen Körpermerkmale, aber die helfen niemandem von euch weiter. Also überleg dir lieber zweimal, bevor du so einen Kommentar schreibst, ob der irgendjemandem hilft, außer meinem Ego, und dann braucht das nicht. Welchen hast du einen bestimmten Kommentar? Naja, zu meinen Brüsten zum Beispiel. Die Größe meiner Brüste. Das hilft niemandem. Investier deine Zeit lieber in was Sinnvolles. Damit sind jetzt nicht die Claudia ist eine Traumfrau-Kommentare gemeint. Das will ich nochmal hervorheben. Mehr davon. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Genieß das Leben und auch den Sex. Ciao. Tschüss. Nein, das können wir nicht wieder vor der Kamera machen. Nein. Bitte. Hallo? Ein bisschen zu privat hier. Bitte.